Okay, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich bin Kupe und ich werde euch heute was über Shader-Coding erzählen. Und wir werden das nachher auch machen und sehen, wie es läuft. Wie sich vielleicht rumgesprochen hat, heißt, dass man programmiert auf Grafikkarten. Und ja, es ist ja allgemein bekannt, dass diese Grafikkarten irgendwie besonders gut, besonders schnell, irgendwie toll sind. Aber warum so wirklich, ist vielen Leuten einfach nicht klar und der Einstieg ist irgendwie recht schwierig zu finden. Es gibt hier dieses coole Video auf einer Konferenz von Nvidia, die Grafikkarten herstellen, von die Mythbusters eingeladen haben, um zu demonstrieren, wie sich so eine GPU, also die Grafikkarte, gegenüber einer CPU, also dem herkömmlichen Prozessor, so verhält. Und natürlich auch, um Werbung zu machen. Ich habe das Video ein bisschen geschnitten und ich würde sagen, das schauen wir uns zu Anfang einfach mal an. I introduce to you Leonardo. He may look like a skid steer BattleBots platform with a paintball gun mounted on his head, but in fact, at heart, he's a painter. And he's going to paint a picture for you guys in the way that a CPU might do it, as a series of discrete actions performed sequentially, one after the other. This paintball gun is an XY servo-driven bot that will readdress itself for each pixel that it has to lay on this canvas right here. In 3, 2, 1. Let me speed it up. Wouldn't it be great if science class was like this? Now that's Leonardo, that's our CPU. And for demonstrating the GPU and the immense power it has to do parallel processing, to do high quality graphics, we wanted to paint something more complex. We wondered what to paint. And we realized the answer was staring us in the face. We'd named him Leonardo, we'd painted a smiley face. What's the most famous smiley face in the world? The Mona Lisa! Exactly, there we are, there she is. We realized we wanted to paint the Mona Lisa, but she's pretty complicated, and unfortunately, I don't think Leonardo here is up to the task. We're gonna need, we realized, a bigger bot. Yeah, we need a bigger bot. You guys think we need a bigger bot? Like a really big bot? Yeah! All right, good. There goes the screen. Oh, you guys are gonna love this. Underneath this tarp is thousands of pounds of aluminum and steel, a mile of high-pressure air hose, hundreds of pounds of compressed air, and 1,100 specifically addressed paintballs in 1,100 barrels. Ladies and gentlemen, Leonardo 2.0. When we hit this trigger on this thing, 2,100 pounds, gallons, excuse me, of air goes through these accumulators, out these valves, into all 1,100 of these tubes, which are all exactly the same length, into these tubes, in which the bottom of is a paintball. Each of those paintballs will fly across 7 feet of space and in 80 milliseconds reach its target, hopefully. When it's all said and done, it's going to paint the Mona Lisa. It's kind of like a parallel processor or a GPU. Okay. Got it? You see how it's all coming together? If it works. Arming. Okay. GPU painting demonstration. Yep. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
gentlemen, science class is now over. Thank you. Okay, das war jetzt natürlich lustig, aber es ist natürlich auch was dran. Was Sie damit sagen wollen, ist, dass die CPU recht universell ist und dass die GPU, also die Grafikkarte, durch Parallelität schnell wird, aber man wird eingeschränkter. Man hat nicht mehr beliebige Speicherzugriffe zum Beispiel. Es wird alles ein bisschen, man könnte fast sagen, auch einfacher. Und wie das im Detail ist, werden wir uns jetzt anschauen. Wenn man Shader sagt, meint man meistens entweder so eine kleine Einheit auf so einem Grafikchip. Und wenn man sich das anguckt, dieses Diagramm da oben, man sieht schon, dass es aus sehr vielen ähnlichen Teilen aufgebaut ist. Einfach weil ein großer Teil davon einfach die sehr vielen Shader-Recheneinheiten sind, mit denen dieses Ding einfach massiv parallel Number-Crunching betreiben kann. Und meistens, wenn man Shader sagt, meint man aber das Shader-Programm, was dann auf einem dieser Cores läuft oder auf jedem dieser Cores gleichzeitig läuft, was einfach ein Stückchen Code ist, das dann vom Grafikkartentreiber kompiliert wird. Und heute wollen wir halt mal gucken, wie man diese Programme schreibt. Also mir geht es überhaupt nicht um das OpenGL drumherum, wie man das zum Laufen kriegt und so weiter. Dafür gibt es irgendwie Tutorials online. Und wir wollen lieber einfach gucken, was man damit Cooles machen kann. Und ein kleines bisschen müssen wir natürlich trotzdem ausholen und mal schauen, wie das eigentlich generell funktioniert mit diesem 3D-Kram. Wenn wir jetzt diesen Würfel hier malen wollen und am Ende diesen Würfel auf dem Bildschirm sehen, was in Wirklichkeit gemalt wurde, sind so ein Haufen Dreiecke. Wie der Name schon sagt, besteht so ein Dreieck aus drei Punkten. Hier Vertices auf Englisch, das ist so der gängige Ausdruck dafür. Und zum Beispiel einer Textur, die dem Dreieck noch zugewiesen wird. Und jeder von diesen Vertices hat eine Position im Raum, logischerweise, x, y, z, wo er steht, und sogenannte Texturkoordinaten. Also die Textur selber ist einfach ein flaches Bild. Und wir können einfach jetzt mal unten links als 0, 0 definieren, oben rechts als 1, 1. Und zum Beispiel der Punkt hier unten im unteren Eck von diesem Dreieck hätte hier halt Texturkoordinate 0, 0 und der hier. Also jeder Punkt hat einerseits die Position im Raum, andererseits diese Texturkoordinaten, dass er weiß, wo auf der Textur er zu finden ist. Und die Position im Raum mag man natürlich gerne zwischendurch mal ändern, zum Beispiel wenn sich das Ding dreht oder wenn man die Kamera bewegt. Die Texturkoordinate bleibt natürlich fest. So, jetzt machen wir gleich einen kleinen Sprung und schauen uns an, was ein sogenannter Vertex-Shader tut. Egal, was er tut, völlig egal, was da drin steht, am Ende, in diesem Code, der schon so ein bisschen nach C irgendwie aussieht, schreibt er diese magische GL-Position-Variable, schreibt er irgendwas rein und damit kann der Vertex-Shader einfach die Position von einem Vertex setzen. Das heißt, dieses Programm wird einmal für jeden Punkt in der ganzen Geometrie aufgerufen und läuft deswegen parallel. Die beeinflussen sich nicht gegenseitig, kann man also parallelisieren. Der kann Inputs von ganz verschiedener Seite bekommen. Da kann beliebige Sachen tun. Man kann einfach Code schreiben in dieser Shader-Sprache und am Ende schreibt man halt die Position von dem Ding. Dann ist es irgendwo. Es wird dabei auch nicht irgendwie eine Position im Speicher oder so verändert, sondern jedes einzelne Videoframe, jede Berechnung läuft das ganze Ding neu durch für jeden einzelnen Punkt. So. Ach ja, übrigens, wenn ihr irgendwie Fragen habt, unterbrecht mich bitte einfach jederzeit. Okay. Das ist die erste Sorte von Shader, der sogenannte Vertex Shader, der sich, wie der Name schon sagt, mit Vertices beschäftigt. Und der hier diesen Würfel da ein bisschen gedreht und verbogen hat zum Beispiel. Die zweite Sorte Shader ist der Fragment Shader. Auf Windows heißt es auch Pixel Shader. Der wird für
jeden Pixel in jedem Videoframe einmal aufgerufen. Das ist natürlich ziemlich viel. Also typische Bildschirmauflösung heißt 2 Millionen Pixel. Und für jeden von den 2 Millionen Pixel einmal so ein Programm durchlaufen lassen, das ist schon irgendwie recht viel. Das möchte man nicht auf der normalen CPU rechnen. Aber weil die Pixel voneinander unabhängig sind, kann man es eben parallelisieren. Und dafür gibt es diese spezielle Hardware, die sich eben Grafikkarte nennt. Ja, der Fragment Shader, der bekommt auch diverses Zeug. Darauf gehen wir nachher auch noch ein. Und am Ende schreibt er eine Farbe. Das macht er, indem er hier unten in diese magische GL-Frag-Color-Variable irgendwas reinschreibt. Und das, was er da reinschreibt, ist dann die Farbe, die letztendlich auf dem Bildschirm erscheint. So, also wir haben diese zwei Sorten von Shader. Die müssen immer als Paar laufen, also man braucht immer beide. Der Vertex-Shader bekommt die Vertices, schiebt die irgendwie durch die Gegend. Der Fragment-Shader bekommt zum Beispiel die Textur, um diese Pixel dann letztendlich einzufärben, schreibt dann Pixel auf den Bildschirm. Aber es ist klar, da muss noch irgendein Datenfluss fließen. Zum Beispiel, wir wollen ja gerne mit den schon verschobenen Punkten unsere Dreiecke dann ja mit Farbe versehen. Dieser Datenfluss, könnte man sagen, passiert über sogenannte Varying-Variablen. Die werden wir nachher auch noch ein bisschen genauer anschauen. Das bedeutet im Wesentlichen, dass der Vertex-Shader für jeden von den Vertices, nehmen wir zum Beispiel ein Float schreibt, für den einen Vertex ist es 0, für den anderen ist es 1. Und wenn ich jetzt dann laufen die erstmal durch. Die ganzen Vertex-Shader für jeden Vertex einmal. Die Werte sind geschrieben, fertig. Dann kommt der Fragment-Shader und schaut sich an, zwischen welchen Vertices liege ich denn. Angenommen, wir wären nur auf einer Linie, nicht auf einem Dreieck, hätten wir einen Vertex hier, anderen Vertex da, der hier ist 0, der ist 1. Mein Fragment hier würde dann zum Beispiel den Wert 0,2 bekommen. Also das Varying möchte uns sagen, der Wert wird interpoliert zwischen den einzelnen Vertices. Und auf dem Dreieck kann man das machen. Also das heißt, ich habe einfach drei Werte von meiner Varying-Variablen. Irgendwo in dem Dreieck liegt dann mein Pixel, den ich rendern möchte. Und dann kann ich mir aus den drei umliegenden Vertices halt zusammenrechnen, was sie so gemischt in diesem Wert ergeben. Das wird nachher auch noch ein bisschen klarer werden, hoffe ich. Zusätzlich können wir einfach von außen praktisch, vom OpenGL, einfach noch Daten reingeben, sogenannte Uniforms. Damit können wir zum Beispiel es könnte zum Beispiel Zeit sein, einfach ein Wert, der immer ein bisschen hochzählt. Also ein Wert, der immer ein bisschen hochzählt, oder beliebige andere Sachen, wie hell es gerade ist, wo das Licht ist, das wir jetzt irgendwie auf einer Oberfläche spiegeln wollen und so weiter. Also da kann man einfach beliebige Sachen reingeben. Und die steht dann, diese Sachen stehen dann beiden Hälften von diesem Shader-Paar zur Verfügung. Okay, bevor wir jetzt uns einen konkreten Shader angucken, schauen wir mal kurz ein bisschen auf die Syntax von GLSL. GLSL steht für GL Shading Language. Das sieht jetzt hier ein bisschen unübersichtlich aus und ist es auch, aber was ich im Prinzip damit sagen möchte mit dieser Folie ist, es gibt oben so ein paar Datentypen, das sind die nativen Datentypen, das sind Floats, ist klar, einfach Fließkommazahlen, es gibt dann Zweier-, Dreier-, Vierer-Vektoren, also Paare, Trippel, Quadrupel von solchen Floats, und es gibt Matrizen von verschiedenen Größen, und in neueren Grafikkarten gibt es dann auch Integer, aber die sind fancy, die sind neu. Also das ist so quasi genau andersrum als auf der CPU. Und es gibt die üblichen Operationen, plus, minus, mal, geteilt. Aber die kann ich halt dann auch auf diesen Vektoren ausführen. Also ich kann einen Vektor mit einem anderen multiplizieren, ich kann einen von einem anderen abziehen. Also es ist diese ganze Sprache und auch die Recheneinheiten auf der Grafikkarte sind auf die Bedürfnisse abgestimmt, die man halt bei der Grafikprogrammierung hat, nämlich mit diesen Matrizen und Vektoren und so weiter rumzuhantieren. Das haben manche Leute in der Schule irgendwie, wer LK hatte und aufgepasst hat,
im richtigen Bundesland, der erinnert sich vielleicht noch dran. Generell möchte ich das eigentlich auch nicht voraussetzen. Das kann man sich alles irgendwie reinziehen, wenn es einen mal wirklich interessiert. Aber so interessante Funktionen wie Länge von einem Vektor, Distanz zwischen zwei Punkten und so, sind halt einfach drin. Wenn man sich diese Funktion hier anguckt, die gibt zum Beispiel einen Vec3 zurück. Also das ist nicht so wie bei C, dass man irgendwie da rumhampeln muss mit Pointer übergeben und schreibt das dahin, sondern es kommt halt einfach ein Dreiervektor zurück, die dann weiterverwenden kann. Und in der ersten Zeile von der Funktion wird ein neuer Dreiervektor gemacht, der heißt POS. Da kommt danach ein Konstruktor, wird ein Vektor gebaut aus 1, 2 und 3 und dann wird der einfach mit einem Float multipliziert. Das heißt, die Multiplikation erfolgt auf jedem einzelnen von den Dreien. Das heißt, wir haben einmal Foo, zweimal Foo, dreimal Foo dann drin stehen. Also ich kann mit diesen mit den Operationen, kann ich halt recht natürlich auf diesen Daten arbeiten. So auch fast so ähnlich, wie wenn ich halt irgendwie Mathe auf dem Papier mache. Da schreibe ich auch einfach Vektor mal Zahl und es funktioniert halt. Ich kann auch einzelne Elemente aus diesem Vektor rausnehmen und zum Beispiel um 5 erhöhen. Und es gibt noch andere lustige Funktionen, die man häufiger mal braucht, wie zum Beispiel Normalize, was einen Vektor so skaliert, dass er in die gleiche Richtung zeigt, aber genau die Länge 1 hat. Sowas braucht man. Oder hier unten das Kreuzprodukt, das Skalarprodukt und so weiter. Es gibt auch so fancy Sachen wie, reflektiere mir mal bitte diesen Vektor an dieser Ebene, so dass man einfach Spiegelungen machen kann zum Beispiel. Also da ist einfach schon ziemlich viel drin. Und die Sprache ist recht clean und neu und Leute haben sich was dabei gedacht. Also die funktioniert einfach recht gut. So, jetzt haben wir hier ein Shader-Paar. Das ist tatsächlich eins, das funktioniert. Ich habe es zwar nicht compiled, weil ich zu faul war, aber ich denke, es müsste. Okay, es sieht jetzt nach sehr viel Zeug aus und vieles davon haben wir noch gar nicht gesehen. Wie zum Beispiel, da sind oben so viele lange Worte, die alle noch nicht vorkamen. Das sieht alles irgendwie scary aus. Aber was uns gleich auffällt, ganz oben steht varying, Vec2 Textcord, also das, wir haben eine Varying-Variable, die ist ein Zweiervektor und das soll unsere Texturkoordinate sein. Das Textcord, das habe ich mir selber ausgedacht. Ich hätte irgendwas hinschreiben können. Solange ich unten im Fragment Shader halt dasselbe hinschreibe, dann finden die sich. Ja, wir schauen uns zuerst mal den Fragment Shader unten an, in grün. Der ist einfacher. Er bekommt eine Uniform-Variable, das heißt, die bekommt er global vom OpenGL, wie auch immer das funktioniert, interessiert uns gerade nicht. Eine Variable namens Text, die vom Typ Sampler2D ist. Sampler2D ist OpenGL-Sprech für, es ist eine Textur. Er bekommt eine Texturkoordinate, die bekommt er oben vom Vertex-Shader und unten schreibt er GL-FragColor, wissen wir schon, muss er schreiben. Und das macht er, indem er hier diese Funktion aufruft, die Funktion Texture2D, bekommt die Textur, Texturkoordinate und diese Funktion holt halt einfach aus der Textur die Farbe an der entsprechenden Stelle raus und die schreiben wir einfach raus. Das heißt, dieses GL-FragColor wird halt einfach direkt sich aus der Textur ergeben. Das heißt, es passiert hier keine Beleuchtung, da ist kein Schatten. Wir schreiben einfach nur das, was in der Textur drin steht, einfach dumm auf den Pixel raus. Das ist so ungefähr der einfachste Vertex-Shader, den man sich vorstellen kann. Dann der Fragment-Shader oben sieht etwas komplizierter aus. Seine erste Zeile ist noch einigermaßen einfach. Da schreiben wir diese Varying-Variable, die wir haben wollen, um dem Fragment-Shader seine Texturkoordinaten zur Verfügung zu stellen. Die ergeben sich aus diesem GL-Multitext-Koord, was auch immer. Das können wir einfach mal ignorieren. Jedenfalls, das ist halt das, was das OpenGL, also unser Host-Programm, was diesen Shader benutzen möchte, diesem Vertex mitgeteilt hat, was seine Texturkoordinaten sind.
und die nehmen wir, stecken sie in diese Varying-Variable und damit werden sie zwischen diesen Punkten interpoliert und wir können sie im Fragment Shader benutzen. Und dann muss er ja noch GL-Position schreiben. Er muss ja noch diesen Vertex irgendwo hin tun. Und wenn man sich das anguckt, sieht man, passieren zwei Dinge. Da kommt dieses GL-Vertex, das ist so quasi der Input. Das ist auch eine magische Variable, so wie alle, die mit GL-Unterstrich anfangen. Da steht so quasi die Position drin, die diese Vertex vom Host-Programm, von unserem OpenGL-Programm bekommen hat. Und das wird dann multipliziert mit der sogenannten Model-View-Matrix. Das speichern wir dann zwischen in diesem Wert POS. Und dann multiplizieren wir es noch an die Projection-Matrix. Und dann kommt was raus. So, das muss man auch überhaupt nicht verstehen, was diese Matrizen machen oder warum sie es machen. Diese Sachen mit Vektor an Matrix dran multiplizieren, bedeutet eigentlich immer nur, diese Matrix kann diesen Vektor nehmen und verschieben um irgendeinen Punkt. Sie kann den drehen, sie kann den skalieren. Da, so bestimmte Operationen kann man mit dieser Matrix auf dem Vektor machen. Diese beiden Matrizen kommen beide auch von unserem Host-Programm. Das heißt, die können wir beide im Shader auch so nicht so easy beeinflussen. Und interessant ist halt das, was nach der ersten Multiplikation mit dieser Model-View-Matrix rauskommt. Das POS ist die Position dieses Vertices in Kamerakoordinaten. Das heißt, ich habe eine Kamera irgendwo in der Szene. Also das bin quasi dann ich als Betrachter, wenn ich durch meinen Ego-Shooter laufe. Und vor mir erstreckt sich diese ganze Szene. Und in diesen Kamerakoordinaten habe ich einfach X-Achse ist nach rechts, Y-Achse ist nach oben, Z-Achse ist nach hinten, also ist rechtshändiges Koordinatensystem, ein bisschen ungewohnt. Und in diesem Koordinatensystem bin ich dann. Das heißt, alles, was genau in der Mitte des Bildschirms ist, hat zum Beispiel X- und Y-Koordinate 0, weil ich dann genau der Z-Achse, also der negativen Z-Achse entlang gucke. Das heißt, ich habe da so eine standardisierte Position. Das heißt, ich drehe auch bei diesem ganzen 3D-Kram nie irgendwie Objekte wirklich rum, nie die Kamera wirklich rum, wenn ich mich bewege, sondern ich drehe quasi immer die Welt um die Kamera und die Kamera ist hier in diesen Kamerakoordinaten immer am Ursprung. Und das können wir jetzt natürlich auch benutzen, um Unfug zu treiben. Und das ist ja das, was wir die ganze Zeit schon wollen. Wir haben jetzt hier eine Uniform dazugefügt, nämlich eine Zeit. Die müssen wir vom Host-Programm setzen. Also immer, wenn sich die Zeit geändert hat, müssen wir kleine Funktionen aufrufen, die sagen, ändere doch mal bitte den Uniform, der World-Time heißt, in diesem Shader auf diesen Wert. Und wenn das passiert ist, kann der Shader diesen Wert benutzen. So, da ist jetzt eine Zeile dazugekommen. Ich nehme hier die Position in Kamerakoordinaten an der Stelle Y, also die Y-Position und addiere da was drauf. So, kann man sich mal angucken und mal überlegen, was passiert. Z-Achse ist die hinten und vorne Achse, habe ich schon gesagt. Darauf addiere ich die Zeit und dann nehme ich den Sinus davon. Und das addiere ich auf Y drauf. Mag jemand raten, was passiert? Nee, er hat recht, er hat eine Welle gemacht. Ja, damit sind die Folien am Ende. Und jetzt machen wir das nämlich einfach mal. Bitte? Die vierte Koordinate, richtig. Stimmt. Diese Position ist ein Vierervektor. Bekanntermaßen haben wir nur drei Dimensionen. Wir rechnen hier aber in sogenannten homogenen Koordinaten. Die vierte heißt einfach W. Die haben wir aus, sagen wir mal, technischen Gründen, weil wir eine perspektivische Projektion nicht mit einer Matrix machen können, wenn wir nicht noch eine vierte haben. Also
da kann man drüber nachdenken oder auch nicht. Letztendlich ignoriert man die einfach, die ist 1. Also kann man sich mal reinziehen, wenn es einen wirklich interessiert, aber letztendlich schreiben wir halt X, Y und Z und der Rest interessiert uns halt nicht. Okay. So. Hier habe ich diesen Shader, den wir auch gleich benutzen werden. Hier ist jetzt so der Standard-Shader, der eben schon drin stand. Sieht ein bisschen anders aus. Er schreibt nicht nur die Texturkoordinate als Varying, sondern auch noch eine Farbe, die auch einfach genauso einfach weiter durchreicht. Das ignorieren wir vorerst mal. Ansonsten ist es genau das, was wir eben auf der Folie gesehen haben. Der Fragment-Shader sieht ähnlich aus, ist genauso das, was wir eben auch hatten. Bisschen anders auch hier, hier wird dieselbe Farbe noch drauf multipliziert. Ignorieren wir vorerst auch mal. So, wir lassen das jetzt erstmal so durchlaufen, ohne den Unfug, den ich reinmachen möchte, damit wir den Vergleich haben. So, ich habe hier so, einen Moment. So, ich habe für Minecraft so einen lustigen Mod gefunden, mit dem man da solche Shader reinbauen kann. Und mit einem kleinen Command kann man jetzt hier diesen Shader in dieses Minecraft-Jar-Archiv reinpacken. Also diesen Shader, den ich gerade noch nicht editiert habe. Und dann starten wir doch mal Minecraft und gucken, wie das aussieht. Nämlich genauso, wie man das halt kennt, wie Minecraft eben aussieht. Nehmen an, irgendwelche verrückten YouTube-Videos haben die meisten davon schon gesehen. Aber ich starte es trotzdem einfach mal. So. So, alles unspektakulär. So, wie es aussehen soll. Relativ langweilig, aber das wollen wir jetzt ändern. So, dann bauen wir mal den Unsinn hier rein. Was haben wir gesagt? Wir nehmen die Position und erhöhen die Y-Koordinate um den Sinus von dieser World Time, die wir geschickterweise schon bekommen. Und der Richtung in der Z-Achse, also der Entfernung in der Z-Achse. So, und das war's eigentlich schon. Speichern. Das File updaten. Minecraft starten und gucken, was passiert. Wenn man natürlich selber mit einem selber geschriebenen Programm Shader entwickelt, hat man natürlich nicht so einen langen Zyklus mit Neustarten und so, kann man natürlich auch einfach während der Laufzeit das Ding kurz updaten. So, und jetzt ist nämlich alles kaputt. Scheiße. Echt? Ah ja, guter Punkt, dankeschön. Hätte er früher sagen können. Ach was. So, genau, richtig. Wir sollten so machen, dass das auch benutzt wird. Dankeschön. So. Also wie wir sehen, ist alles ein bisschen hektisch hier. Auch der eigene Arm wedelt hier ganz gut rum. Hat jemand einen Vorschlag, wie wir das ein bisschen weniger anstrengend machen können? Bitte?
die Worldtime langsamer laufen lassen. Dann machen wir das doch. Multiplizieren wir das mal mit 0,1. Und gucken an, ob es jetzt angenehmer ist. Sollen wir noch irgendwas ändern? Noch irgendwelche Vorschläge? Sinus weniger stark. Nehmen wir doch mal die Hälfte. Noch ein Vorschlag. Das Z auch weniger. Mit was soll ich denn multiplizieren? Okay. Dann gucken wir mal, ob es jetzt etwas angenehmere Wellen gibt. So, das sieht auch schon besser aus. So, jetzt möchte ich nochmal an die Geschichte mit den Kamerakoordinaten erinnern, die ich vorhin gesagt habe. Diese Wellen, die laufen jetzt immer hier direkt vom Betrachter aus. Und wenn ich mich drehe, sieht man das auch ein bisschen. Also wenn man genau guckt, diese Welle ist vom ist immer genau senkrecht zum Betrachter. Die dreht sich mit mir mit, wenn ich mich drehe, weil ich das in Kamerakoordinaten mache. Das sieht nach wie vor ganz gut aus. Und es hat halt auch den Vorteil, dass es halt wirklich alles komplett verbiegt. Also auch zum Beispiel dieses Schwein hier bleibt immer fest auf der Erde stehen. Es wird einfach alles mit verbogen. Okay, das ist doch schon mal viel besser als das Original. Okay, haben wir weitere Ideen für Unsinn, die wir hier machen können? Bitte? Farbe machen. Okay. Farbe machen. Dann schauen wir uns doch mal den Fragment Shader an, ob uns da was einfällt. Ich mache zuerst mal als kleines Experiment, um zu sehen, was dieses Word Color hier hinten überhaupt tut, mache ich es einfach mal weg. Dann gucken wir mal, was passiert. Updaten, neu starten. Also ich weiß es natürlich schon. Und wir sehen, das Gras und die Bäume sind grau. Der Rest bleibt gleich. Der Grund ist, dass diese Textur von diesem Gras hier tatsächlich grau ist einfach. Das ist einfach eine Datei, das ist einfach ein Bild, da sind halt diese grauen Pixel drin. Und es ist nur grün geworden, weil die Ecken von der Oberkante von diesem Würfel halt eine Farbe haben, die wir da im Shader drauf multipliziert haben. Da können wir jetzt natürlich auch eine andere machen, das muss ja nicht grün sein. Ja, also wir bekommen ja die Color hier rein. Da können wir auch einfach zum Beispiel, was wollen wir damit machen? Ja, der Farbwert ist, wie man hier sieht, auch ein Vierervektor. Das ist einfach Rot, Grün, Blau und Alpha, also wie deckend er ist. Also Alpha 0 wäre halt komplett durchsichtig. Den Vektor drehen. Ja, ich mach's mal einfach so. Ich schreibe es mal in die nächste Zeile, damit ich die Schrift nicht kleiner machen muss. Ich multipliziere das einfach mit einem Vierervektor, der besteht aus. Ich vertausche jetzt einfach mal die x, y, z. Ah, das geht ja so. Das kann ich sogar gleich noch demonstrieren. Das ist ja perfekt. Da können wir jetzt einfach mit jetzt nehmen wir nicht RGB, sondern wir nehmen jetzt BGRA. Passt doch nicht in die Zeile. So, ich habe jetzt einfach die Reihenfolge vertauscht. Alpha habe ich hinten gelassen, weil sonst mehr Dinge kaputt gehen. Ich hoffe, das funktioniert so, das habe ich nicht ausprobiert, aber müsste eigentlich. Und jetzt müssten die Farben einfach alle so ein bisschen anders sein.
Aber eigentlich wollen wir gleich noch irgendwas machen, was sich auch bewegt in Farben, was so noch ein bisschen mehr so LSD-mäßig ist, hoffe ich. Ja, also generell ist Sinus irgendwo drauf machen immer eine total gute Idee. Genau, also irgendwas hat sich verändert, irgendwelche Sachen haben wir vertauscht und die Sachen sind jetzt zu Kies geworden. Fantastisch, das können wir erstmal so lassen. Man sieht auch hier am Rand, war das quasi eine echte Textur, da ist diese Word Color, die da drauf multipliziert wird, einfach weiß, also 1, 1, 1, 1. Da hat die Textur wirklich was Grünes und nur hier oben hat das wirklich irgendwelchen Inhalt außer 1. Okay, jetzt müssen wir aber noch was Interessantes damit machen. Wir könnten zum Beispiel, ich fange einfach mal an und komme mit hier mal, was ich so tue. Zuerst mal brauchen wir noch mehr Informationen aus dem Vertex Shader. Ich würde es nämlich gerne die Farbe abhängig von der Position im Raum machen. Die Position im Raum haben wir ja hier, die heißt hier POS und dann nehmen wir die doch und geben die einfach dem Fragment Shader rüber. Dann machen wir eine neue Varying. Dann nehmen wir hier die Position im Raum, die ist ein Vierervektor und wir nennen sie Kameraposition. Und dann schreiben wir sie da. So, jetzt wird sie geschrieben. Jetzt müssen wir noch was damit machen. Erstmal sie hier wieder hinzufügen, sagen, dass wir sie haben wollen. So, jetzt haben wir die Position. Was machen wir jetzt damit? Jemand, bitte? Kreuzprodukt mit dem Farbvektor. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das gibt. Das hört sich total gut an. Das könnte generell recht große Werte ergeben. Also du möchtest die Cam-Position normalisieren und dann Kreuzprodukt mit dem Also Kreuzprodukt mit dem Ganzen, was hier rauskommt? Damit ist Kreuzprodukt. Alles klar. Dann mache ich erstmal Weg 4. Color ist der ganze Kram. Und dann machen wir ein Kreuzprodukt zwischen Color und Campus. Ich habe echt keinen blassen Schimmer, was jetzt passiert. Aber sehr gut, sehr gut. Vielen Dank. So wünsche ich mir das doch. Normalisieren wollte ich es noch. Das Ergebnis des Kreuzprodukts, gut, ist auch egal. Der Mathematiker hat gesagt, ich soll das machen. Was meinst du mit, ich soll das Alpha fixen? Also das ist ja alles Vierervektoren, das ist doch alles irgendwie legitim. Also das Kreuzprodukt, wollte ich gerade noch dazu sagen, wenn wir es jetzt ausnahmsweise mal benutzen, ist heißt, ich nehme zwei Vektoren und ich bekomme einen raus, der senkrecht auf beiden steht und als Länge den Flächeninhalt des Parallelogramms der beiden hat. Aber das ist auch nur für Dreiervektoren, also nur im R3 definiert. Deswegen muss ich das hier so machen, muss ich die Dreiervektoren nehmen und dann muss ich das Alpha hinten wieder hinten anhängen. Und jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich. Also muss ich wieder dieses ganze Ding gibt jetzt einen Vierervektor und so, das machen wir jetzt hoffentlich nicht nochmal. Und aus dem Vierervektor muss ich jetzt noch, aus dem Dreiervektor muss ich wieder einen Vierervektor machen. Das kann ich auch so machen. Also das hört sich total gut an. Dann machen wir nämlich das Gras nicht kaputt. Perfekt. Okay. Ich hoffe, das funktioniert. Habe ich noch einen Fehler gemacht? Nee, sehr gut. So, hier ist jetzt übrigens an uns was vorbeigescrollt. Ich weiß nicht, ob man es von hinten lesen kann. Das hier ist das Infolog. Minecraft schreibt es glücklicherweise raus.
Das ist quasi der Output von dem Shader-Compiler. Also ich gebe wirklich diesen Source Code, diesen String, gebe ich dem Grafiktreiber, also gibt es einfach eine OpenGL-Funktion, die rufe ich auf, da gebe ich diesen String rein, den ich gerade hier im Editor geschrieben habe, und das compilet den dann und kann mir auch hier Warnings rausgeben oder Fehler oder irgendwas. Und hier zum Beispiel gibt es mir eine Warning, dass ich implizit von int nach float caste. Das war nämlich diese Zeit. Also das Worldtime ist hier ein int und ich benutze es einfach, ohne es explizit zu casten, und da meckert es schon rum. Derselbe Code, der hier compiled auf NVIDIA, compiled wahrscheinlich auf ATI nicht. Also das ist ein bisschen wie Webprogrammierung. Okay, so, sollte es offen sein? Ja, sollte es. Da ist es. Okay. Ja, es ist bunt. Das wollten wir. Aber wir haben jetzt... Ja, so genau. Bitte? Die Welle ist da? In der Farbe. Ach ja, ne, könnten wir auch noch eine Welle reinmachen. jetzt musst du mir ein bisschen genauer sagen, was du haben möchtest. Von den Farben? Prinzipiell ist das alles möglich. Ich bin halt nur so beschränkt multitaskingfähig mit irgendwie erklären und coden und drüber nachdenken und so. Ja, aber irgendwie was bewegen sollte sich schon. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil diese Texturen alle so recht wenig Einfluss drauf haben. Kann jemand erklären, worum das gerade so aussah? Bitte, Maisch. Also dein Argument ist praktisch, dass dieses Campos halt ziemlich große Werte ergibt, weil viele Sachen natürlich sehr weit weg sind. Und dann die Farbe fast nicht ins Gewicht fällt, aber so für die, ja, das ist aber eigentlich egal. Meint, dann ändert sich was, dann versuchen wir das. Ja, genau. Also es ist, wenn wir jetzt hier diese x, y und z Position normalisieren, heißt das letztendlich, wir nehmen das x, die Kameraposition, das Campos, und projizieren das alles auf eine Kugel der Größe 1 um die Kamera herum. Dann liegt alles, wenn es weiter weg ist, wird es auf Länge 1 reduziert, wenn es näher ist, wird es auf Länge 1 aufgeblasen. Alles hat genau die Länge 1, das heißt, liegt auf eine Kugel um den Ursprung. Und dann machen wir ein Skalarprodukt mit der Farbe, whatever. Ich glaube nicht, dass es jetzt anders ist. Wenn es jetzt nicht anders ist, mache ich das, was ich vorhin schon vorhatte. Aber also ich bin natürlich trotzdem für Vorschläge offen. Das ist tatsächlich ein wenig anders. Das ist schön. Wow. Okay, ich glaube, darüber muss ich mal nachdenken. Genau, also was man natürlich nach wie vor sieht, ist, dass sich... Ja, genau. Dass sich die Farbe natürlich auch genauso mitdreht. Und hier in den Wolken sieht man es auch schön. Genau, okay, jetzt wollen wir noch ein bisschen anderen Kram machen.
Jetzt nehmen wir einfach mal die Entfernung und vom Ursprung. Also machen wir einen Float, der heißt dist und der ist einfach die Länge von dieser Cam-Post. Das ist also die Entfernung, die dieser Pixel von der Kamera hat. Und dann addieren wir doch hier einfach was drauf. Dann machen wir hier einen neuen Vierer-Vektor und da addieren wir drauf. Nehmen wir doch einfach den Sinus von dieser Länge. So, wenn ich einen Vierer-Vektor aus nur einem Wert konstruiere, bekomme ich einfach einen... du hast natürlich recht, ich wollte hier dist schreiben. Wenn ich einen Vierer-Vektor mache aus nur einem Wert, dann bekomme ich einfach Wert, 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 Wert. Also bekomme ich den einfach viermal. Streng genommen möchte ich eigentlich den Alpha-Wert nicht verändern. Also machen wir es so. Ich könnte hier übrigens genauso x, y, z schreiben. Das ist genauso äquivalent zu RGB. Aber es macht als Konvention einfach Sinn, das bei Farben so zu machen. Okay. Aber ach so, da wollen wir bestimmt diese Worldtime noch drauf addieren oder sowas. Das hat sich bei diesen bei diesem Sinus immer ganz gut erwiesen. So, jetzt nehmen wir die Worldtime und dann ich ziehe sie mal ab oder so zur Abwechslung. Bitte? Die Frage ist, wo die Worldtime gesetzt wird. Das macht das Host-Programm. Das Host-Programm ist einfach ein Stück C-Code oder in diesem Fall hier ist es Java-Code und der ruft eine Funktion auf, die heißt GL-Uniform-1i. Das heißt, GL setze den Uniform nur einen davon und das ist ein Int. Und dann sagst du ihm, welchen Uniform du setzen möchtest und auf welchen Wert. Das musst du aufrufen und nachdem du das aufgerufen hast, hat es diesen Wert, bis du es neu aufrufst. Das heißt, im Fall von der Zeit möchtest du es schon bevor du ein neues Videoframe renderst, möchtest du diesen Wert einfach dann nochmal setzen, damit du die Zeit wieder eins hochgezählt hast. Okay. Dann machen wir das doch mal so. Was glaubt ihr, was passiert? Das LSD haut rein, ist die Prognose. So. Zack, zack, zack. Ja, er lädt. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Sehr gut. Wo ist das Schwein? Ja, ich weiß auch nicht, ist weggelaufen. Das Pinke, ja, danke. So, also wenn wir auf den Boden gucken, sehen wir auch, was passiert. Hier gehen diese Wellen von uns ungefähr aus. Ja, der Boden schwankt so ein bisschen. An den Wolken hier sieht man es ein bisschen besser. Ja, ich finde, das kann auch schon was. Ja, bitte, Frage. Ja, darüber möchte ich nicht sprechen. Okay. Also ich glaube, Farben haben wir jetzt genug. Du hast das Schwein gefunden. Wo denn? Ich sehe es nicht, echt. Ich sehe es echt nicht. Ja, hier. Ja, genau. Ich glaube, es ist eine Kuh, aber egal. Okay, ich finde, wir wollen jetzt, nachdem die Farben jetzt endlich schön sind, noch ein bisschen Geometrie verändern. Ein Vorschlag? Also, Timo möchte, dass ich die Worldtime mit drei verschiedenen Zahlen skaliere für die verschiedenen Richtungen. Für RGB meinst du? Okay. Ich weiß nicht, ob ich genau weiß, was du meinst.
Ja, super, dann machen wir das. Also das heißt, wir nehmen hier zum Beispiel das R, ändern wir Worldtime 0,1. Ah ja, Klammer auf, weg ist eine gute Idee. Nehmen wir das so. Na, Emacs Kills wären ganz gut. So, dann nehmen wir für G das und für B das. Und dann nehmen wir hier 1, 3 und hier 1, 7. Das, ich meine, das ist jetzt quasi, haben wir verschiedene Frequenzen. Das heißt, wir werden es sowieso, wenn wir es länger angucken, beliebige Phasenverschiebungen sehen. Das heißt, den Kosinus reinzumachen, ändert nicht so viel außer der Startposition. Genau, also das finde ich eine gute Idee, das können wir gerne noch machen. Und danach würde ich gerne wieder ein bisschen an der Geometrie basteln, dass die noch wieder schöner wird. So, bisher sieht das ähnlich aus. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen dauern, bis diese Sinusse, ja, so langsam. Ja, genau. Also wir haben ja hinten so Regionen, die sind so ein bisschen, ja, genau, hier sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Also wir haben jetzt so Wellen, die sich so gegenseitig überlagern in Rot, Grün und Blau. Das finde ich schön. Okay, so, genug, jetzt müssen wir ein bisschen Geometrie machen. Hat jemand Vorschläge, was wir hier noch verbiegen können und wie wir das verbiegen? Nein, was ich hier mache, ist ja bisher relativ langweilig. Das ist ja nur so ein einfacher Sinus auf die Y-Koordinate drauf. X mal 0,1 auf Z drauf addieren, okay. Was glaubst du, was passieren wird? Eine komische Verschiebung. Dass der Raum ein bisschen gekrümmt wird, okay. So. So, hattest du es vor? Okay. Was haben andere Leute für Meinungen, was passieren wird? Es kippt auf uns zu, oh mein Gott. Das hört sich total gut an. Bitte? So, ich finde, es sieht relativ ähnlich aus. Aber vielleicht sieht man das auch wegen dieser Wellen nicht so sehr. Du möchtest quasi sagen... du wolltest... Moment. Ich habe nicht das gemacht, was du wolltest. Also du möchtest, dass auf x drauf addiert wird... Was ist das? Also x ist links rechts und das heißt, je weiter wir hinten sind, desto weiter möchtest du, dass es sich nach rechts biegt, ja? Gut, ich mach mal 0,5. Dann sind wir sicher, dass wir irgendwas sehen, hoffe ich. Ja, die Anzahl Warnings nimmt dir irgendwie immer zu, aber ist auch egal. So, also interessant ist, ich laufe jetzt gerade vorwärts. Also irgendwas ist passiert, aber ich glaube, es war nicht genau das, was du dir vorgestellt hast, oder? Dann die Wurzel oder das Quadrat, super. Was hättest du denn lieber, Wurzel oder Quadrat? Beides mache ich nicht, nee. Sinus war auch ein Vorschlag.
Tangens können wir vielleicht auch noch machen, dann geht's richtig kaputt. Okay, probieren wir es erstmal so. Irgendwas sollte sich jetzt hoffentlich biegen, so der Plan. Ja, genau. Ich fürchte, irgendwas hat sich zu viel gebogen. Eine Wurzel von 0, das ist eine interessante Frage. Was passiert denn, wenn irgendein Shader über sowas stolpert, so eine Division durch 0? Ist dann plötzlich alles im Arsch oder was passiert dann? Ja, genau. Letztendlich passiert nur, dass dieser eine Pixel dann nicht weitergezeichnet wird. Richtig. Genau. Ich habe vorhin erzählt, wir schauen entlang der negativen Z-Achse. Fantastisch. Dann haben wir jetzt wieder positive Werte. Das heißt, wir haben jetzt demonstriert, was passiert, wenn dieser Shader einfach nicht durchlaufen kann. Dann malt er nämlich auch einfach keine Farbe, ansonsten passiert nichts. Das kann natürlich auch nur für einige wenige Pixel passieren, dann haben wir da halt irgendwie Löcher in der Geometrie und können dann da durchgucken. Okay, probieren wir es so nochmal. Alle guten Shader haben Löcher, sagt Urs. Okay, ich sehe wieder was. Rucke. So, ich laufe jetzt geradeaus, aber irgendwie biegt sich hier nichts. Ich gehe mal auf diesen Hügel hoch, vielleicht sehe ich etwas mehr. Aua. Nee, irgendwie bin ich nicht beeindruckt, muss ich sagen. Bitte? Mal 42. Statt 0,5, ja. Also ich muss übrigens wirklich 42,0 schreiben, weil ansonsten mache ich einen Integer und das sollte man einfach generell vermeiden. Also selbst wenn man hier eine Schleife macht, also gibt genauso Vorschleifen, du nimmst halt als Zählvariable in der Schleife ein Float. Da kräuseln sich einem die Zehennägel, wenn man irgendwie weiß, wie Floats funktionieren, aber irgendwie, man macht das halt so. Also man kann auch so Arrays machen, man indiziert dann die Arrays so mit 1,0, 2,0 und so. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber es geht halt, man kann es halt einfach machen. Also, aber wie gesagt, Integer sind in Grafikkarten, die irgendwie jünger als 2 Jahre sind, auch dann vorhanden. So, irgendwas ist passiert, 42 war anscheinend relativ viel. Hier sehen wir ein Stückchen Wolke, glaube ich. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht ist es auch irgendwas anderes. Vielleicht ist es auch ein Baum. Ich glaube, wir haben es ziemlich kaputt gemacht. Würde gerne noch was anderes probieren. Wir haben auch eigentlich, glaube ich, schon keine Zeit mehr. Z auf W addieren, bist du wahnsinnig. Runden? Ja, es gibt Floor und es gibt Modulo und all sowas. Also was soll ich genau runden? Ich soll die Weltkoordinaten auf, also die Kamerakoordinaten auf Integer runden, ja? Auf Viertel-Integer quasi. Okay. Ja, da wird die Grafik so blockig, ja, das, ja. Ja. Ja, ich muss das mal hier andersrum machen.
Ja, also du kannst in dem Vertex Shader kannst du nur Geometrie verschieben. Das heißt, die Grafik hier ist ja relativ blockig. Du kannst die Punkte alle verschieben, aber dazwischen bleiben es halt immer gerade Linien. Es gibt auch noch eine weitere Sorte von Shadern, die ich verschwiegen habe. Die Geometry Shader, die können wirklich Geometrie erzeugen, aber irgendwie benutzt die keiner. Die sind irgendwie langsam und dann doch nicht so universell. Und letztendlich ist es dann doch mehr oder weniger hierbei geblieben. Okay, war das so in deinem Sinne? Wenn das so funktioniert, ja, das werden wir gleich sehen. Ja, nach wie vor nur Warnings, das ist gut. Ja, so. Was ist jetzt genau passiert? Genau, also man sieht, diese Punkte, die springen alle und zwar ungefähr auf ein Viertel der Kantenlänge von diesem Würfel, was ja genau das ist, was Timo haben wollte. Das heißt, jeder Punkt bewegt sich jetzt quasi in so einem Raster, was im Raum liegt, wird auf einen ganzen, es wird immer auf Viertel quasi gerundet. Ich gucke jetzt mal, was das für diese No! Ja, okay. Ja, das gefällt mir schon ganz gut hier. Ich möchte vielleicht noch, während hier dieser ganze Unsinn im Hintergrund noch läuft, noch kurz ein paar Worte dazu sagen, wozu diese Shader eigentlich gut sind. Also, für mich sind sie gut, um Spaß zu haben auf jeden Fall, und sowas hier gehört natürlich dazu. Aber in jedem irgendwie halbwegs modernen Spiel hört man immer, die Grafik irgendwie braucht Shader, die benutzt Shader, was auch immer, und am Ende sieht's irgendwie fancy aus und sieht alles total detailreich aus und alles glänzt und glitzert und so weiter. Und im Shader kann man zum Beispiel so Dinge machen wie, ich mach das mal weg, das lenkt so ein bisschen ab. Man kann im Shader so Dinge machen wie, oh, ich guck mal, wo ich im Raum bin, oh, wo ist die Kamera, wo ist denn mein Licht, wie stark reflektiere ich denn hier an der Stelle, wie ist denn meine normale hier. Also ich kann hier nicht nur eine Textur benutzen für eine Farbe, ich kann eine weitere Textur nehmen, in der kodiere ich die sogenannte normale, also einen kleinen Vektor, der immer 1 lang ist, der dahin zeigt, also der senkrecht auf der Ebene steht. Das heißt, für eine gerade Fläche, die so liegt, wäre die normale immer nach oben, für so einen Hügel wäre die normale so rum, so rum, so rum. Und ich kann sowas einfach auch als Textur abspeichern. So eine normale braucht 3 Werte, speichere ich einfach in RGB ein. Dann habe ich so eine Textur, die irgendwie so nach Pastellfarben aussieht. So eine sogenannte Normal Map. Die gebe ich dem Shader einfach auch noch mit, zur normalen Textur dazu. Der Shader guckt nach, oh, wie ist die normale an dieser Stelle, und spiegelt anhand dieser normale, und plupp, plötzlich sieht alles plastisch aus. Solange ich nicht zu flach drauf gucke. Und solche Techniken, die man sich, wenn man sich dazu ein bisschen was durchliest, echt einfach verstehen kann, kann man im Shader eben coden. Und da gibt's auch total krasse Sachen, wo dann halt in der Textur so eine so komplette Tiefeninformationen drinstecken. Also ich habe irgendwie Geometrie, die ist recht grob, so wie in Minecraft zum Beispiel. Und in der Textur ist so eine Art Höhenkarte, so ein Terrain, encodiert in einem Alpha-Kanal zum Beispiel, falls ich den nicht brauche. Also wie hoch es an der Stelle ist. Und ich kann im Shader dann da einfach durch diese Textur, fange ich oben an, lauf durch, oh, bin ich schon im Objekt drin? Nein. Lauf ich noch ein Stückchen weiter, bin ich schon drin? Nein. Und kann dann im Shader wirklich wieder so, also eine Art Raytracing betreiben, und dann im Shader kann die Textur in sich selbst Schatten werfen und so. Also da gibt's total verrücktes Zeug. Und das hört sich halt alles so super aufwendig an zu berechnen. Aber es geht halt einfach, weil die Grafikkarten mit der Parallelität das halt einfach packen. Und das ist halt, was den ganzen Kram so spaßig macht. Dass ich selbst hier auf diesem Notebook, das halt kein High-End-Gerät ist, einfach so Zeug jetzt hier coden kann,
das ist einfach eine geile Sache. Okay. Ich glaube, wir sind über der Zeit, oder? Ja, so 7 Minuten drüber. Gibt's noch Fragen? Ja, bitte? Die Frage ist, wie umfangreich der Shader sein kann, dass die Grafikkarte ihn frisst. Mehr oder weniger beliebig lang. Also das hier ist ein sehr kurzer Shader. Urs, wie lang waren unsere bei der letzten Demo? 300 Zeilen oder so. Und davon hatten wir 25 Stück. Und also da ist noch lange irgendwie kein Limit. Also es gab mit älteren OpenGL-Versionen, auf älteren Grafikkarten gab es irgendwie ein Limit von 65.000 Zeichen, glaube ich. Das war ein bisschen beschränkt, da hat man vieles nicht reinbekommen, aber mehr oder weniger beliebig groß. Wenn du halt zu viel rechnest, dauert es halt zu lang, dann ruckelst. Das ist halt klar, ist halt die Sache. Ja, bitte? Also die Frage ist nach der Verbreitung von Shadern oder wie viele Leute man ausschließt. Also jede Grafikkarte, die man in den letzten, sagen wir mal, 4 Jahren gekauft hat, kann auf jeden Fall das, was ich jetzt gemacht habe. Und also eigentlich würde ich ja sagen, schließt so niemand aus, außer Leute mit, also mit Netbooks vielleicht, kenne ich mich nicht aus, oder die Linux auf Intel-Grafikkarten versuchen zu benutzen. Ja, also ich hatte früher ein Notebook mit Intel-Grafik, da können die Linux-Treiber einfach irgendwie gar nichts. Also die Hardware kann's, die Linux-Treiber von Intel packen es halt einfach nicht. Also ja, aber Minecraft läuft da schon, aber halt nicht die Shader. Also das, was ich hier benutzt habe, ist ein Mod für Minecraft, ziemlich viel Gefrickel ist zu installieren. Das normale Minecraft benutzt erstmal keine Shader. Das ist ein Mod, der dir erlaubt, in dieses Jar-File einfach diese Shader-Dateien reinzuwerfen. Wenn sie drin sind, werden sie dann halt benutzt. Ich glaube irgendwie, die Kombination Intel und Linux ist, glaube ich, das, was man vor allem ausschließt, denke ich. Weitere Fragen? Ja? Ja, also die NVIDIA und ATI Shader Compiler sind ein bisschen unterschiedlich. Generell lässt einem NVIDIA recht viel durchgehen, schmeißt nur eine Warning. Zum Beispiel, wenn ich diesen Integer halt einfach benutze und auf einen Float drauf addiere zum Beispiel, sagt NVIDIA, ich habe es gemerkt, ich habe für dich da mal so einen Float draus gemacht, und auf ATI compilt das halt nicht, da musst du es dann explizit hinschreiben. Und da gibt's so ein paar Kleinigkeiten, ich kenne die auch nicht alle. Aber letztendlich hält sich keiner der Hersteller an den Standard. Also zum Beispiel gibt es so eine Noise-Funktion, die einem so reproduzierbaren Pseudo-Zufall geben soll, um so Rauschen zu haben. Die returnt halt immer 0 auf beiden. Also. Ja, weitere Fragen noch? Okay, dann machen wir hier mal Platz. Vielen Dank.